Alice Schwarze. Darf eine Frau ohne Grund die Scheidung von ihrem Mann verlangen? Darf eine Frau ohne Grund die Scheidung von ihrem Mann verlangen? Heutzutage scheiden die Frauen, nicht mehr die Männer. Ja, die Frau sagt ihm, Anta Talik, du bist geschieden, raus hier. Ja? Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ayyuma imra'ati talaqat zawjaha, Ayyuma imra'ati سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Eine Frau, die Scheidung von ihrem Mann ohne islamischen Grund verlangt, so ist das Paradies für sie verboten. Sie wird nicht einmal dessen Geruch riechen. Aber unsere Frauen haben keine Angst vor dem Jenseits. Du sagst ihr, warum hast du geschieden? Warum hast du die Scheidung verlangt? Schaut mal, ich bin schon bei dem Wort, warum hast du geschieden? Weil wirklich manche Frauen scheiden nicht. Und das mit Ijma aller Gelehrten verboten, dass eine Frau scheidet. Wenn eine Frau geschieden werden möchte, dann bittet sie wen? Dem Ehemann, dass er sie scheidet. Na? Und ein Mann sollte ehrlich gesagt dann auch so eine Frau scheiden. Außerdem, man sollte eine Sache wissen, liebe Geschwister. Eine Frau, wenn sie jetzt zum Beispiel von ihrem Mann immer zusammengeschlagen wird, wenn ihr Mann Drogen nimmt, wenn er spielsüchtig ist, wenn, diese Gründe sind Gründe. Darüber reden wir nicht. Oder wenn er oder ja, du billah die ganze Zeit Sinner macht und so weiter und so fort. Das sind Gründe, wo sie die Scheidung verlangen kann. Aber weswegen scheidet heute eine Frau? Oder weswegen verlangt heute eine Frau die Scheidung? Ich liebe ihn nicht mehr. Ihm fehlt Romanze. Romanze. Was ist Romanze? Auf einmal hat er keine Romanze mehr. Ja? Drei Kinder hast du von ihm, da hat er Romanze mehr. Ja, ich bin wie ein Keks, ich bin leicht zerbrechlich, sagte sie. Was hast du mit dem Keks zu tun? Allein, wenn du hörst, was für dumme Sachen sie sagen, du sagst, was ist los mit ihr? Und du merkst, es geht ihr darum, dass sie jemand anderen kennengelernt hat. Das haben wir schon einige Male erlebt. Möge Allah so schön uns bewahren. Ich sage nicht alle Frauen, aber ich sage einige. Wisse, wenn sie so redet, sie hat keinen Grund dafür, dass ihr Mann sie scheiden soll, da ist irgendwas, was sich angebahnt hat. Die Frau darf nicht ohne islamischen Grund scheiden, ansonsten gilt für sie dieser Wa'id, diese Warnung.